Aber wie viel haben wir denn? 4? Ja, so langsam muss man mit dem Heal ein bisschen aufpassen. Deswegen, ich möchte ganz schnell den einen guten Händler für Sichelmondgras mir freispielen, den ich mich erinnere. Ich kann mich nur an einen erinnern. Und alle kennen und lieben ihn. Das ist Sichelmondgras. Was soll denn da dann bitte ein Löwe sein? Ja. Oh, warte. Das haben wir. Ich bin ja gar nicht gestorben. So ein Quatsch, was mache ich denn? Ach so, wieder Aufzug fahren. Heute gelernt. Löwenzahn roh konsumieren, heilt dich. Danke, Dave. Gerne, gerne, immer doch. Strategy spielt das Löwenzahn-Intro. Wir lieben Patches, wir lieben Patches. Ich mag Patches. Patches ist echt brauchbar, vor allem hier. Holy shit, ist ein Demon Souls gut. Nein! Oh mein Gott. Ja, genau deswegen will ich das nicht. Oh mein Gott. Meine Fresse. Ein Kackmist. So, und das ist jetzt auch gleichzeitig immer unser Shortcut. Wenn wir denn jetzt sterben sollten. Und den ganzen Anfangsbumse nicht mehr machen. Mach weiter. Kümmer dich nicht um mich. Kümmer dich nicht um mich, habe ich gesagt. Gut. Hier geht's rein. So, weiter geht's. Klappt denn die Instant-Rolle danach nicht? Wie steht da einer direkt ums Eck, ey? So. Wer von euch ist pisst auf mich? Du. Hallo? Nein, der da. Das gibt's doch nicht. Echt? Muss erst die Spinne dafür sterben? Scheiße. Der war hier irgendwo draußen, ne? Ich weiß nicht mal, was ich gelootet habe. Der mir jetzt ganz abgelenkt hat. So, was haben wir denn da? Da ist Loot. Da ist viel Loot. Funkelchen. Oh nein, war das der Weg, wo ganz viele waren? Ja. Ja, das Funkelchen kriege ich nicht. Oh Gott. Ja, das Funkelchen ist weg. Oh Gott, wie soll ich denn die jetzt alle töten, wenn da jetzt 100 kommen? Dann lebt ihr noch. Warte, gehst du nicht hoch? Warum gehst du hier hoch? Weiß ich das noch? Wieso? Warum kann ich mich an sowas erinnern? Aber wie man Schnürsenkel bindet, vergesse ich nach 3 Minuten. Ich muss jedes Mal ein neues Video gucken. Es ist der Wahnsinn. Das war ein Witz. Das Funkelchen hätte ich gern gehabt. Das ärgert mich jetzt. Funkelchen nicht bekommen habe. Ich bin der Dude, der runtergefallen ist. Die konnten hier hoch, meine ich. Ich kann die einzeln anschießen. Und der Fiong warst du nochmal? Süße 31. Blutjung quasi. Noch nicht im Ansatz alt. Noch keine Verbrauchsspuren. Ha? Was war das? Was hat hier Bomben gemacht? Er hat irgendwas Bomben gemacht. Warum hat hier was Bomben gemacht?
Also ich muss da lang. Glaube ich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach Quatsch, das war doch ein Gag. Herrgott. Ach Leute, kommt. So schlimm ist es auch noch nicht um mich bestellt. Es war so klar. Ganz schnell irgendwie rüber. So eine Riesenkeule. Jetzt muss ich aber wieder hier runter. Warte, aber hier waren wir ja. Ah! Oh, okay, okay. Gut. Das passt. 31 Stein alt. Naja, da kickt schon die Demenz. Nein. Eine Mama kickt rein. Will ich wissen, wie viel Schaden Lava macht? Komme ich niemals rüber. Vergiss es. Dave, lass es. Es ist eine dumme Idee. Wir haben truly Dave verloren, wenn er nicht mal mehr die Souls-Bosse weiß. Ah. Da ist er! Er war einfach ganz gemütlich am Zurückschlendern. Oh, was seid ihr denn jetzt so sauer? Ich wollte in die andere Richtung. Wenn ich Dark Souls 1 irgendwann nicht mehr kann und kenne, dann könnte er einen Krankenwagen rufen und mich einweisen lassen. So, ist jetzt gut? Ihr arbeitet weiter. Los, schuften, schuften. Sonst gibt's kein Mittagessen. I don't know. Morgen in der Bild. Streamer erwähnt Mama als Beleidigung. Er hat zu Viewern schon deutlich schlimmere Sachen gesagt. Mit Viewern meine ich Trolle. Oh, guck, er ist gibt. Ja, hi, 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 hi. Na? Oh, oh, fall ich runter? Komm. Ja, wunderbar. Zwei Leute gepult. Sehr gut, gut. Komm. Ja, gut. Kommt mit. So, ich möchte die aber in dem Gang dann bekämpfen. Beim Body blocken sie sich nämlich gegenseitig. Ich krieg zwei Hits in mich rein. For free. Aua. Das war jetzt unnötig. Das war einmal schön in die Hacken, ne? Au! Ich sag ja, der oben steht, hat den Nachteil. Ich sehe nichts. Wow. Nein. So. Was ist mit euch? Einer. Einer ist gut. Komm. Guck mal, ich komme dir sogar entgegen. Musst du nicht ganz so weit laufen. Ne. Ich will eure glühende Waffe haben. Die hat viel Schaden gemacht. Rock mich doch mal. Ich hätte gerne eine immer glühende Waffe. Haben wir hier drei. Eine mit Glühwaffe. Aber oh, da sind noch zwei Steinewerfer dabei, ne? Die Frage ist, soll ich jetzt hier runter droppen? Warte mal. Hi. Are you kidding? So viel besser als auf die draufhauen. Ich brauche mehr. Keine Plunging Attack in Demon's Souls. Frech. Finde ich nicht gut. Nee. Taugt mir gar nicht. Nee.
Wieso gibt es denn keine Plunging Attack hier? Also beim Runterfallen draufhauen. Für a ton of extra damage. Das ist ja... Nee, das... Diese Dark Souls ist einfach das viel bessere Spiel. Dark Souls hat das nämlich. Gib mir, was du hast. Dahlschild. Wenn ich Schilde benutzen würde, dann wäre das was. Ja, deine Familiengeschichte habe ich schon mal mitbekommen. Da ist, ja... Warte mal. Da ist der Durchgang. Kann ich da lang laufen? Nee. Nee. Er fällt nie auf mich runter, oder? Gut. Da liegt Loot. Wie komme ich denn da schon wieder hin? Hallo, Fokussen. Wäre ganz nett. Ja, sonst passiert nämlich sowas. Ganz toll. Danke. Jetzt. Oh mein Gott. Der Zaun. Mich verarschen. Der Zaun. Geländer. Hab ich gewettet. Oh, Doggo. Nee. Husch. Hui, hui, hui. Ah, nee, das ist da unten ein. Die Doggos blocken sich gegenseitig. Sonst hätten mich jetzt auch noch Doggos angegriffen. Warte. Oh, jetzt. Ja. Ach, schießt du nicht da rein? Ich mag Käse. Das war nicht gecheatet, nein, nein. Ich hab gar keine Ahnung, was Käse ist. Das war kein Käse. Nein. Nein. Hui. Ich glüh. Ich würde ganz gerne noch einen Short aufmachen, so. Auf Dauer. Edzwetzstein, das ist schön. Ja. Dann muss er definitiv auch nicht hier rein. Wo geht's denn hier schon wieder? Da lang muss man, genau, da geht's dann da irgendwo rein. Das ist ein Aufzug. Ich erinnere mich. Aber was passiert auf dem Weg dorthin? Halbmond, das ist gut. Das brauchen wir nämlich gerade, wie blöd. Warum waren denn da aber Doggos? Hier sind du jetzt blöd oder böse auf mich. Ich geh einfach mal weg. Ja, ja, der kommt schon. Hallo. Was ist denn los? Was schimmert denn so sauer, mein Lieber? Gab es in der Kantine wieder nicht das richtige Essen? Komm. Das Problem hast du einfach morgen nicht mehr. Guck, ich helfe dir. Nie wieder über die Kantinenphrase aufregen. Ah ja, ja, langsam, langsam. Kommen Sie mit. Wir können wieder alles reden. Außer also, wollen wir mit Gott reden. Dann nee. Dave, dein Freund und Helfer. Exakt. Habe ich ja schon mal die Story erzählt, wie ich mit den zwei Christinnen geredet habe. Also normalerweise habe ich den Leuten immer, wenn es hieß, können Sie mit ihnen über Gott reden, einfach instant die Tür vor der Nase zugeknallt und nicht mal Nein gesagt. Irgendwann, am Sonntag in der Früh, keine Ahnung, ein Jahre her, da war ich, muss ich so zwischen 20 und 22 gewesen sein. Ich war halt Party machen am Abend vorher. Und am Sonntag in aller Herrgottsfrüh kamen die dann und meinten, mit mir quatschen zu müssen. Es war Sommer. Und die beiden haben richtig tiefe Ausschnitte getragen. Heißt, ich habe 5 Minuten mir das angehört, habe den einfach nur von Ausschnitt zu Ausschnitt geguckt und habe dann gemeint, oh, mir geht's halt nicht so gut, das verschieben wir. Kommen Sie irgendwann nochmal. Habe die Tür zugemacht und habe mich wieder schlafen gelegt. So, wir haben hier was eingehalten. Mein Gott, ich war jung. Ich würde es heute noch genauso machen.
Weil normalerweise kamen immer irgendwelche so ältere Damen, so 60, 70 Jahre alt. Und die beiden waren halt in meinem Alter. Also von daher, hi. Oh, das ist das Lavabecken. Löschen wir gerade das Lavabecken? Wir löschen das Lavabecken. Ich kann nicht da lang. Was auch quasi heißt, ich kann hier lang. Ja, ich kann nämlich genau in ihn springen und es gibt ja keine Plunging Attack. Ich hab's instant wieder vergessen, weil ich ein Trottel bin. Kann ich da reinhüpfen? Nee, ne, da kann ich nicht mitfahren. Ah ja. Das sind wieder so Geschichten aus Daves 20ern da. Aus meiner Jugend und frühen 20ern, glaube ich, da kann ich die besten Geschichten erzählen. Die meisten sind aber halt leider nicht Twitch-tauglich. Das ist halt das Hauptproblem. Die kann ich hier nicht erzählen. Ah, guck mal. Halt. Was ist mit euch beiden? Seid ihr tot jetzt? Nee, ihr habt noch euren Lava-Pit. Euch geht's gut. Das ist jetzt sogar drei. Cool. Eigentlich so eine katholische Sache. Hier im atheistischen Lande, Dunkeldeutschland, mit Rest Evangelika kenne ich das gar nicht. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so ein Bayern-Ding. Ihr wisst ihr eher. Also auf dem Land ist es ganz schlimm. Da wirst du wirklich angeguckt, weil da kriegt ja jeder mit. So, haben sie gehört? Der Meier soll statt Kirche ausdrehen. Was? Echt? Jim, den habe ich schon ewig nicht mehr beim Gottesdienst gesehen. Das kann ja gar nicht sein. Dann wir mal gleich hingehen und daran sprechen. Was ist das? Warte nur drauf, bis meine Kinder getauft sind. Danach trete ich aus. Danach ist mir der Bums egal. Bisher war ich einfach zu faul und ich hatte noch keinen Grund auszutreten. Weil, weiß ich nicht, dafür, dass es... Ich habe noch nie Kirchensteuer bezahlt, zumindest bewusst. Es stand noch nie drauf, dass ich es geschnallt habe, dass ich sie gezahlt habe. Auf irgendeiner Abrechnung. Geschichten aus meinen 20ern. Dave Blutjung. Ach, halt einmal. Hallo Milch, ich bin Blutjung. Ich tue nicht immer so, als wäre ich so alt. Dave Meyer. Hallo, die Fresse. Ja, mach erstmal hier alles kaputt. Ah, ah, ah. Ah, noch ein. So, und jetzt, wo die ganzen Fässer kaputt sind, können wir schön kämpfen, mein Lieber. Au, vielleicht doch nicht. Vielleicht heile ich mich nochmal. Ist die Panzerspinne hinter dem? Ah, guck mal, wir machen schon gut Schaden jetzt. Vorher hat der viel länger gedauert, der Knilch. In seinem Knödelgesicht. So. Ja, ein Item. Nee, ist das Tor, das da noch so geht, ne? So. Oh. Du hast was dabei. Eine Hose, komm. Was kann denn deine Hose? Du bist ja ein Flame-Juggler, kinda. Von daher, ja. Mhm. Also, die ist schwerer. Mhm. Mhm. Panzerspinne hatte Feuer. Du bist ganze 2 Jahre älter als ich. Du bist quasi eine Mumie. Toll, jetzt fühle ich mich wie die Mutter von der alten Frau aus der Schokoladenfolge aus SpongeBob. Was ist? Schokolade! Die beiden verkaufen Schokolade! Ach ja. Ja, machen wir mal auf Anti-Mage, ne? Auf Anti-Feuer. Ein bisschen Fire-Resist. Schadet nicht. Wir sehen witzig aus. Mache ich noch eine Fast Roll? Ja, das geht. So. Panzerspinne? Hier noch nicht. Ach ja, stimmt. Es geht erst da hoch. Habe ich ja vorhin gesagt. Dev ist 10 Jahre älter. Für mich ist er ein Eintrag im Geschichtsbuch. Wow. Ja, danke, Stradin. Ja. Ah. Das wird dann einfach jetzt schon wieder der schlimmste Part im Spiel. Hey, was? Oh, hi. Lass mich durch. Ich will's hinter mich bringen. Oh. Das ist nur Staub. Das sind nur Staubweben. Anderes ist das nicht.
Frag nach Kassette und Bleistift. Spinnensteinscherbe, die liegt hier nur zufällig bei dem ganzen Staubfäden. Telefon. Wir hatten wirklich noch ein Telefon mit Wellenscheibe. Ich bin jung, Milch, halt die Schnauze. Liefer ihm aber auch ein Futter nach dem anderen, ne? Was ist denn ein Quiz? Wer da, was ist Quiz? Kann ich nicht benutzen, sehe ich doch jetzt schon. Weil. Magie, was ist? Doch, Magie. Magie 16. Magischer Schaden. Ja, das kann ich nicht. Ich hätte ganz gerne keinen Stein. Vielleicht der Magie boostet. Ja. Brauche ich aber erstmal Magie für, habe ich nicht. 2200. Keine Steine gab es immer erst nach Bossen, ne? Ja, da ist sie. Da ist sie. Da habe ich keinen Bock. Ich bin nahe Zufall. Absoluter Zufall. Ach. Ja, jetzt haben wir uns ja Demon's Souls angeschaut. Haben wir alle eine Vorstellung bekommen. Ist ein schönes Spiel, ne? Also kann ich euch nur empfehlen. Das war es dann an dieser Stelle. Hä? Oh nein, ich kann nicht dodgen hier. Ich hänge dem Scheiß. Ja, what the frick? Geh doch da raus. Ja, super. Tot. Ah. Den Kampf habe ich anders in Erinnerung. Beim letzten Mal konnte ich mich da einfach nur hinstellen, habe draufgehauen und die war tot. Ihr müsst nicht mitzählen, ich zähle schon mit, aber danke. Souls Games, die Hardcore-Version, um Dave's Arachnophobie zu vernichten. Bei der geht's sogar noch halbwegs. Sie ist nicht ganz so schlimm. Also Dark Souls 2 ist deutlich schlimmer, was das betrifft. Jetzt muss ich doch in den ganzen Scheißweg da laufen. Wie war denn der Weg? Ist das nicht irgendwie einen besseren Weg? Muss ich jetzt da lang? Ach, da ist Fetti dann wieder, ne? Oh, ja. Ja, okay, der Weg geht. Oh, ja, aber wie soll ich die denn machen? Wie habe ich die denn? Ich habe die damals wirklich einfach mich hingestellt. Au. Und gut war. Mir geht vor allem der Heal aus. Ich hätte mit meinen ganzen Seelen zurücklaufen sollen und den... Ah, verdammt. Den soll ich das nächste Mal wieder hochschicken. Vorher. Ich sollte mir Heal kaufen. Hm.
Geh weg. Wirklich jetzt? Mustard? Ja, danke. Oh, das Problem ist, mein Stuff liegt jetzt schon im Bossraum. Wenn es warum auch immer vorgeportet wurde, dann würde ich es nehmen. Nochmal zurücklaufen. Und viel Kram kaufen. Und natürlich liegst du nicht davor. Warum solltest du denn auch? Ich bin ja auch schließlich da drin gestorben. Oh. Ah, ein tiefes Loch. Ah. Ich werde mein Stuff holen und wo bin ich? Hallo? Ich sehe mich. Oh Gott. Oh, Alter. Komm nicht vorwärts. Ey. Ja, ist ja gut. Ich komm halt nicht weg von hier. Ja, ich komm da nicht weg. Was? Diesen Effekt kenne ich nicht. Ich bin jetzt schon öfter an der gestorben als beim ersten Mal Demon's Souls. Das regt mich gerade voll auf. Oh, hallo. Du hattest keine. You want to blame? You've got. Mann, wir sind so kurz vor Patches. Scheiße. Ah. Und so viele Wörter, Menschen, die nicht in Wörtern, sondern in Bildern denken können. In Bildern denken ist ekelhaft. Wie aus Erfahrung. So, eins, zwei. Was mache ich denn? Da muss ich gar nicht lang. Ich denke mehr in Bildern auch. Ew. Warum muss dein Ragdoll haben. Und dein Hals. Just asking. Das ist jetzt blöd. Das weiße Zeug Magie? Ist die Magie anfällig? Ihr Feuer wird sie nicht anfällig sein, wenn sie selber Feuer benutzt. Seele von Phalanx. Soll ich die fressen? Ja, wir müssen mal schnell. Ah, ist die Frage, wo haben wir denn einen Händler? Ne, da bin ich doch. Na, Moment. Porte ich mich gerade hierher, wo ich bin? Ja! Good job. Enixus. Ist Magie anfällig, ja. Einziger. So. Hast du zufällig... Ja, ja. Du bekommst auch noch Sichelmond. Scheiße. Nee, war hier nicht noch irgendjemand? Ah, hier, hi. Are you here to face the demons? If so, please free Sage Freight the Visionary from his cell in Latria. I will help you. However I can. Magic. I can teach you elementary spells. Sage Freyk is a gleaming hope for humankind, but I have not the power to save him alone. Zauber merken? Es gibt keine Zauber zu merken. Oh. Zauber erlernen. Warte mal, Waffenverzauberung. Das wäre doch eigentlich schick. Den hätte ich gern. An einer anderen Stelle ein lautes Geräusch. Das wäre cool. Tarnung, ja. Schutz, erhöht die Verteidigung, ja. Erhöht die Feuerresistenz. Das wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? MP-Kosten. Nur Kosten. Ich muss nicht Magic
Skills sein. Brauche ich einen Zauber? Ich brauche bestimmt einen Zauberstab dafür, oder? 5000, der ist schon teuer, ne? Der hat einen Zauberstab in der Hand, ne? Im Video, oder? Hat irgendwie, ja, der hat einen blöden. Ich habe aber gar keinen Zauberstab, von daher bringt mir das gar nichts. Ja. Ja, bubble net. Red nicht mit mir. Du bist mir leider keine Hilfe. Da oben hockt er nämlich dann später, die Sau. Hätte ich ihn gern. Ja. Ja, du warst einfach nur ein fucking DP. Muss ich jetzt wirklich im ersten Gebiet den Händler wiederfinden, ey? Oh, ist das eklig. Wo war denn der? Widerlich. Ich hätte mich mehr eindecken sollen.